Muss ja nicht jeder so eine professionelle Karriere auf Instagram anstreben, wie der Luca zum Beispiel. Meine ganze Familie sind eigentlich Bayern-Fans. Gab es ein bisschen Stress, wenn du Bayern-Fans in der Familie hast und bei 60 in der Jugend warst? Nee, die haben sich auch nur gefreut. Dann haben wir eine Frage von Simon Hinke, da bin ich gespannt, was es damit auf sich hat. Warum magst du spanisches Dosenbier? Da habe ich mich natürlich selber auch gekauft. Ja. Sehr gut, danke dafür. Geld kriegst du nachher. Ist schön? Nee. Absolut nervig. Aber ich bin eher sauer auf den Bomber, dass er da letzte Woche so schlecht war. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Ausgabe der Hachinger Borzen hier im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und wie immer wird das präsentiert von Müllerbräu Pfaffenhofen. Ja, es ist schon wieder ein neuer Moderator hier in der Hachinger Borzen. Der Lukas, der hat ja in der letzten Ausgabe den ersten Sieg im FIFA-Duell für unser Moderatorenteam geholt. Der ist von seinem Höhenflug immer noch nicht wieder gelandet. Deswegen springe ich jetzt heute ein. Und die Hachinger, die hatten ja am Wochenende die längste Auswärtsfahrt, die längste An- und Abreise mit über 1500 Kilometern beim Unentschieden in Rostock. Unser heutiger Studiogast, der hat die ganze Reise aber gar nicht mitgemacht. Der hat sich nämlich im Spiel vorher die fünfte gelbe Karte geholt und war gesperrt. Ob das jetzt Zufall war oder doch Kalkül vor der weiten Reise, das werde ich ihn gleich selber fragen. Herzlich willkommen, Christoph Greger. Servus Christoph, schön, Servus, dass du da bist. Kein Problem. Servus. Ja, du hast ein freies Wochenende gehabt. War es Zufall oder hast du ja doch vor der weiten Reise gedacht, nee, fünfte gelbe hole ich ab? Es war schon Zufall, dass es das Spiel getroffen hat. Ich hatte jetzt schon eine Weile vier gelbe Karten. Gegen Magdeburg war dann leider ein Tackling bin ich einen Ticken zu spät gekommen. Und ja, ich hätte gerne das Spiel in Rostock mitgemacht. Es war ein Spiel vor größerer Kulisse. Das hätte ich schon gerne mitgenommen. Aber so habe ich mal von zu Hause die Daumen gedrückt. Du bist ja einer, wenn man jetzt mal in den sozialen Netzwerken nach der sucht, Facebook, Instagram, nicht so aktiv. Bist du da eher so ein schüchterner Mensch oder sagst du lieber vorsichtig bei sozialen Netzwerken? Ja, ich würde mich schon da eher als schüchterner bezeichnen. Facebook ist jetzt bei mir eh so in der Wichtigkeit ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren. Instagram bin ich schon aktiver, aber da halte ich eigentlich auch den Account privat. Mhm. Oder hast du irgendwelche Profile sonst für Fans, eine Seite oder Facebook sonst? Nee, habe ich bisher. Muss ja nicht jeder so eine professionelle Karriere auf Instagram anstreben, wie der Luca zum Beispiel. Also ich wollte gerade sagen, du spielst schon auf einige an. Da ist der so das Social Media Vorbild in der Mannschaft? Luca, Seppi, die sind da schon ganz gut unterwegs. Ja. Du bist ja auch waschechter Münchner. Du bist ja hier geboren, hast hier im Westen München das Fußballspielen gelernt, warst bei 60 in der Jugend. Schlägt dein Herz auch für einen der beiden Münchner Vereine? Also es ist so, meine ganze Familie sind eigentlich Bayern-Fans, das stimmt schon, aber wie gesagt, euch, dass ich lange dann bei 60 war, hat sich das eigentlich so mit der Bayern-Affinität bei mir sich so ein bisschen gelegt, also ich bin da eigentlich ziemlich neutral, würde ich sagen. Also, gab es ein bisschen Stress, wenn du Bayern-Fans in der Familie hast und bei 60 in der Jugend warst? Nee, die haben sich auch nur gefreut, dass ich da so früh auch schon bei 60 da in die Jugendakademie reingeschafft habe und war eigentlich stressfrei bei uns in der Familie. Bist ja noch ein junger Spieler. Baust du dir eigentlich neben Fußball noch ein zweites Standbein irgendwo auf oder konzentrierst du dich da komplett auf die Karriere im Fußball? Ja, genau. Also ich werde jetzt dann im Sommer mit meiner Ausbildung zum Bankkaufmann fertig, ja, wo ich auch Haching und der Commerzbank eben sehr dankbar für bin, dass sie das mir ermöglicht haben. Ich habe natürlich die ein oder andere Einheit am Vormittag dann verpassen müssen, aufgrund von Berufsschule oder Arbeit. Ich bin jetzt dann auch froh, wenn ich es im Sommer geschafft habe. Und aber es war auf jeden Fall eine gute Sache. Hast du das freie Wochenende jetzt dann auch zum Lernen benutzt? Ja, genau. In zwei Wochen ist es dann soweit, schreibe ich meine schriftliche Abschlussprüfung. Und das war mein Tag. War eine Abwechslung aus Lernen, Fußball schauen und wieder lernen. Das haben wir vorhin schon angesprochen, du bist nicht so aktiv in den sozialen Netzwerken. Mhm. Die Fans von Haching aber durchaus. Wir haben nämlich mal so ein paar Fragen der Fans gesammelt über Facebook und die waren eben durchaus interessiert an dir. Und da habe ich jetzt mal so ein Best-of quasi rausgesammelt. Marcel Ehrenberger, der fragt, warum hast du dich so extrem gut entwickelt? Ich muss sagen, es war einfach ein Mix aus der Mannschaft, aber auch dem Trainerteam, auch dem Gefühl im Verein. Dann wurde mir halt einfach mal ohne Stress Zeit gegeben, mich dort einzufinden. Und ja, ich denke, dass sich das dann über die letzten 1,5, 2 Jahre richtig gut entwickelt hat.
Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich den Schritt zu Haching gemacht habe. Dann haben wir eine Frage von Simon Hinke, da bin ich gespannt, was es damit auf sich hat. Warum magst du spanisches Dosenbier? Ja, also die Geschichte zum Simon Hinke ist, sein kleiner Bruder hat mit meinem Bruder zusammen die Ausbildung absolviert. Und daher kennen wir uns schon. Und Simon war dann auch mit in Spanien im Trainingslager. Und da während dem Trainingslager hatte ich dann Geburtstag. Dann hat er mir ein Dosenbier zum Geburtstag geschenkt. Ja, eins. Okay. Dann eine Frage von Heinz Weininger. Warum bist du beim angekündigten Telekom-Interview damals ferngeblieben? Hattest du Bad Hair Day? Ja, das ist eine Frage, die müsst ihr Telekom stellen. Also ich weiß nicht, was da war. Ich habe mir auch dann im Nachhinein mir das nochmal angeschaut. War dann auch überrascht, dass ich nicht drin vorkam. Anscheinend wurde dann irgendwie die Zeit vorm Spiel ein bisschen knapp. Aber war es vorm Spiel eingeplant eigentlich? Ja, genau. Okay. Luca Mörb fragt, wie du auf ein Angebot der Bayern reagieren würdest. Würde mich natürlich sehr freuen, aber zum aktuellen Zeitpunkt wäre das natürlich utopisch. Okay. Wie schwer tut man sich als langer Lulatsch gegen kleine, quirlige Spieler wie Typen wie Biggie oder Steini, fragt Hans Kolb. Anfangs war es wirklich sehr eine große Umstellung für mich und es natürlich kostet einen sehr, sehr viel Konzentration und man muss sehr gut aufpassen. Ja, im Training ist es jetzt so, dass man die Spieler mittlerweile kennt und auch ein bisschen die Bewegungen, die sie machen, schon mitbekommt. Im Spiel muss man einfach sehr, sehr aufmerksam sein und schnell reagieren, dass man da mithalten kann. Das ist natürlich für die dann am Boden ein Vorteil. Dafür haben sie es in der Luft gegen mich schwieriger. Warum bist du in dieser Saison zum Stammspieler geworden? So Spieler wie Alex Winkler, Seppi Welzmüller, auch Maxi Nicu, die mussten alle schon auf die Bank. Und du bist gerade diese Saison zum absoluten Stammspieler geworden. Warum diese Saison? Ja, wie gesagt, also das war ja, wenn man sich meine Zeit bei Haching jetzt anschaut, war das eigentlich so eine kontinuierliche Entwicklung. Hatte dann auch erstmal in der Hinrunde die Möglichkeit, mich auf einer anderen Position, meistens auf der 6, in der Liga einzufinden und schon mal an die Liga mich zu gewöhnen. Und ich kriegte auch sehr gutes Feedback vom Trainerteam. Und deswegen hat sich das dann einfach so über die letzten 2 Jahre kontinuierlich entwickelt, dass ich jetzt, wie gesagt, seit vielen Spielen von Anfang an in der Startelf stehe. Du hast diese Saison, eine starke Saison, haben wir ja schon angesprochen, auch dein erstes Tor als Profi erzielt. Was kommt da in Zukunft noch mehr? Ja, ich hoffe es. Garantieren kann ich da leider nichts, aber ich werde an meinem Offensivkopfball noch arbeiten, damit das in Zukunft häufiger noch passiert. Ja, danke Christoph fürs Gespräch. Das war's dann erstmal. Wir kommen jetzt zur Spieltagsprognose. Ihr spielt gegen Zwickau und wir spielen das ganze Spiel mal an der Konsole vor. Genau. Bevor wir zum Spiel kommen, du hast noch was mitgebracht, was unsere Fans gewinnen können. Ich habe eine Krawatte aus meiner Ausbildungszeit jetzt mitgebracht. Das ist einer meiner Lieblingskrawatten. Die kann einer von euch gewinnen, wenn ich unentschieden spiele oder verliere. Würde mir auf jeden Fall wehtun, wenn ich sie hergeben müsste. Ja, und noch eine Sache zum Spiel. Es gibt natürlich für dich auch wieder eine Bestrafung. Solltest du in Führung gehen, wirst du bestraft. Wir hatten das in der letzten Episode schon mit dem Bomber, nur der hat einfach kein Tor geschossen. Deswegen nehmen wir einfach dieselbe Bestrafung nochmal für dich her. Wir haben diese Feder, die dir über das Gesicht streichen wird, solltest du in Führung gehen. Freust du dich drauf? Nee, nicht. Also 0,5 bis zur 89 ist nur hinten raus das Tor. So, das ist der Plan. Das ist der Plan, dann schauen wir mal. Du stehst gar nicht in der Startaufstellung, was ist da los? Kann ich mir jetzt gerade auch nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Spielst du gern mit dir selber, wenn du viel verzockst? Ja, hat man natürlich mal ausprobiert. Aber ich spiele, wenn ich FIFA spiele, ist es meistens Ultimate Team. Das ist ja der eine Modus in dem Spiel, wo man sich sein Team praktisch selber zusammenstellen kann. Hast du dich da schon gekauft? Mich natürlich selber auch gekauft. Klar. Ja, da spielt man natürlich auch Spieler, die eine höhere Bewertung haben. So ist es nicht. Ja, bisher ist es ja ziemlich ausgeglichen. Ich sage, nach den ersten Minuten hatte ich so ein bisschen Schiss, dass ich da hinten gar nicht mehr rauskomme. Aber jetzt ist das... Ist das ja Fußball auf höchstem Niveau, was der FSV Zwickau da... Opa, da. Oh, da ist es. Holt die Feder. Die Feder bitte. Ach nee, ich führe ja. Der muss, ah ja, okay. So rum ist das. Ach verdammt. Egal. Ich merke schon, ich komme gar nicht mehr klar, wenn ich... Ja, gut gespielt. Wie stellt man hier auf Abwehrriegel? Jetzt Mauern bis zur 90. Ich glaube am Steuerkreuz. Ich sollte vielleicht aber auch meine Klappe jetzt nicht so weit aufreißen zu Beginn. Aber naja, das gehört zum FIFA dazu, oder? Ja.
Ein bisschen provozieren gehört schon dazu. Aber der Biggie ist ja da. Machen wir uns keine Sorgen. Heino sticht auch mindestens einmal pro Spiel. Ah, der Heino macht nur eins? Ja. Da brauche ich noch eins. Ja. Okay. Mindestens eins brauchst du noch. Habe ich das Gefühl, dass die Väter tatsächlich bald zum Einsatz kommen? Ja, ich lege jetzt einfach noch eins drauf, komm. Ja, ich glaube, das geht mit einem Unentschieden in die Halbzeit, oder? Ja, jetzt fahren wir mal kurz ab. Taktische Foul, oh verdammt. Oh, oh, oh. Biggie am Ball. Oh, ah, da ist er. Ist unentschieden. Tja. Okay. Puh, was sagst du? Enges Spiel. Halbzeit-Fazit. Ist noch nicht durch. Muss mal gucken. Da sahen andere Kommentatoren schon an schlechter aus, definitiv. Sehr gut, danke dafür. Geld kriegst du nachher. was sagt der Trainer jetzt an der Halbzeit beim 1-1 gegen Zwickau? Wahrscheinlich, dass wir ruhig bleiben sollen und dass wir unsere Chancen kriegen. Oh nein! Da. Hilft halt nichts, oder? Oh nein! Wie du es gesagt hast, da war es Heim, oder? Ja, natürlich. Das ist Heim, stich noch einmal. Das ist sicher. Die Feder bitte, ja. Ist schön? Nee. Absolut nervig. Schauen wir mal, was der Stein jetzt ausmacht. Nichts macht er. Super Ball. Oh nein, super Ball. In welchem Leben macht Sascha die gleiche Kopfballtor? Ah ja, komm. Hat er schon. Der hat schon genug Kopfballtore gemacht. Ja, da ist ja die Innenverteidigung von Zwickau auch. Vielleicht nicht der größte, aber super Kopfballtechnik an der Stelle. Ja, die Feder scheint dir vielleicht doch zu gefallen, oder? Vielleicht so ein. Nennst du öfter mit Feder spielen? Nee. Nee? Nee, danke. Wie sehr musst du dich da beherrschen, dass du nicht zum Fluchen anfängst? Schon etwas, aber ich bin eher sauer auf den Bomber, dass er da letzte Woche so schlecht war. Dann hätte ich die Feder. Du jetzt seine Strafe ausgemacht. Ach, das ist doch kein Foul, sag mal. Das ist dann. Spielen Sie schnell. Da fand gar nichts mehr hier. Heino dreht auf. Oio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